Moin Moin, es ist Jalle und willkommen zu genau richtig. FIFA Let's Play FIFA 17. Heute spielen wir gegen das nächste Team gegen Lingby. Lingby. So, die sind aktuell in der Tabelle auf Platz 9. Ja, wir dürfen jetzt aber auch nicht zu hoch stapeln. Ja, in letzter Zeit läuft es wieder. Ja, wir sind wieder da und ja, wir könnten theoretisch oben anklopfen. Theoretisch. Wenn wir das Spiel gewinnen sollten. Und das ist am Abschluss eben dann die entscheidende Sache. Wir müssen die Spiele gewinnen und nicht irgendwie, ja, nicht. Und das ist eben dann der Punkt. So, also, heute geht es gegen den Tabellen 9. Wenn wir gegen die gewinnen, sind wir oben dabei. Wenn nicht, dann können wir wieder abhaken. Auch interessant, dass wir jetzt hier mal was anderes haben. Okay, keine Leiste. Was? Hä? Nee. Also das verstehe ich jetzt wieder nicht. Das ist ja alles hier total Grütze. Ja, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Vielleicht weil er einfach kein sicherer Elfmeterschütze ist, ne? So, mach jetzt wieder lasch. Guck mal. Naja, egal. Aber wenigstens haben wir das einmal gemacht. Ja, wir können auch in die Mitte machen. Zack, macht ja nichts. So, bisschen weiter raus. Ah, so, bisschen zu weit raus. Aber ich habe die Tonne wenigstens getroffen. Die heilige Tonne. Bei jedem FIFA-Spiel dabei irgendwie. Ah. Ja, Tonne getroffen. So, das könnte zu hoch sein. Oder auch direkt rein. Ja, passt schon. Okay, punktetechnisch sind wir komplett am Po. Ist recht, weil wir schon mal besser waren. Ja, passt schon. Dadurch, dass er jetzt hier nicht angezeigt hat, wie, wo, was, weshalb, dann ist das so. Und damit herzlich willkommen zum Spiel gegen Lingby. Ja, dann gucken wir mal, ne, ob das jetzt hier heute ein erfolgreiches Spiel wird oder nicht. Es ist richtungsweisend. Wir sind kurz vor Ende der Saison und ein Europa-League-Platz wäre natürlich prima. Aber wir dürfen uns natürlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ne? Wenn wir es nicht schaffen sollten, schaffen wir es nicht. So einfach ist das dadurch, dass wir nächste Saison eh woanders sind. Wir sind immer noch die beste Abwehr des Spiels. Wie ich schon tausendmal erwähnt habe, jedes Mal, wenn das angezeigt wird, wir eigentlich in der Regel Gegentore fangen bis zum geht nicht mehr. Hoffentlich ist das heute nicht der Fall am heutigen Sonntag, nachdem Borussia Dortmund am gestrigen Tage ja den DFB-Pokal gewonnen hat und Arsenal London den FA Cup. Mal so, wenn jetzt die Leute, wenn ihr jetzt da sagt, so von wegen, oh, ich wollte den jetzt noch nachher gucken, verdammte Angst, ja, sorry, dann darfst du die Videos nicht angucken. Es ist immer die Gefahr, irgendwo gespoilert zu werden, weißt du? Es ist immer die Gefahr, irgendwann irgendwo gespoilert zu werden. Na, nächster Spoiler ist ja auch noch der, dass jetzt noch demnächst auch noch immer ein Turnier stattfinden wird, nämlich zwischen Ende Juni und Anfang Juli. Tendenz geht auf den 1. Juli, Tendenz. Es ist noch nichts fest, Tendenz. Und das wird ein Ultimate Team Cup. Das heißt also wahrscheinlich, dass der Henrik und der Kevin nicht dabei sind. Das heißt, zwei neue sind dabei. Der Flui ist gesetzt. Also wenn der Flui sagt, er hat keinen Bock dazu, das wäre scheiße. Aber ich hoffe, dass er es hat. Und ich hoffe, dass er seinen Titel verteidigen möchte. Südergaard ist Schiedsrichter heute. Vielleicht wird er sich dieses Video angucken, vielleicht nicht. Aber ich habe mir schon sein Ultimate Team angeguckt und sagen wir mal so, das wird eine herbe Klatsche für mich. Aber hey, das macht nichts und damit willkommen zum Spiel hier beim bei der dänischen Liga. Genau, bei der dänischen Liga. Wir spielen heute gegen Lingby, die in der Tabelle auf Platz 9 stehen. Ab nächster Saison, wie gesagt, viele Änderungen. Wir werden nächste Saison kaum Full-Matches zeigen. Lediglich die Immo-Turniere. Die werden Full-Matches werden, sonst wird alles geschnitten und gecuttet und was weiß ich. Wunsch von vielen. Das ist,
Wunsch von sehr vielen, immer noch, immer und immer wieder. Und Thumbnails sollten auch gemacht werden. Ja, wird ab der nächsten Saison von jemand anders gemacht, nämlich vom LP Mario Party. Der hat einfach keine Zeit. Und das ist eben manchmal dann auch das Problem. Das wird von jemand anders gemacht nächste Saison. Nämlich unter anderem hat sich der Blooper Guy dafür geäußert, so von wegen, ja, das kann ich doch mal machen. Ist ja sein Team, was dann hier das macht. Also, ich darf nicht. Also, ja, so viel dazu, ne? Ich hab's noch gesagt. Ich habe es noch genau so gesagt. Ich habe es noch genau so gesagt. Jedes Mal, wenn wir da angezeigt werden, beste Abwehr der Liga, fangen wir uns bis zum Gehen nicht mehr welche. So, damit ist die Europa League wieder verschwunden. Ja, so schnell geht das, ne? Da spielst du einmal kurz um Richtung Europa League und dann sowas. Ja, ja, aber so ist das eben manchmal, ne? Hart und ungerecht. Das Leben ist manchmal hart und ungerecht. So, jetzt vielleicht, ja. Wenn wir dir jetzt Einwurf kriegen, ist alles gut. Wenn die jetzt Einwurf gekriegt hätten, hätte ich mich jetzt richtig aufgeregt. Ja, da kann ich mich auch drüber aufregen. Er hat den Ball doch gehabt eigentlich. Eieieiei. Geht das jetzt schon wieder los mit diesem Schlechtspielen? Ey, das ist... Ich kann auch wieder nicht überall sein, weißt du? Ich bleib jetzt einfach vorne. Wir fangen uns die Dinge und dann ist alles gut. Ja, wir fangen uns die Dinge und dann ist auch alles gut. 2-0. Lindby führt. Boah. Weil eben irgendwie irgendwer was dagegen hat, dass wir in die Europa League kommen. Souverän gemacht, muss man sagen. Der Torwart, ja, ganz ehrlich. Also, der muss einfach nur stehen bleiben und nach oben die Hände drücken. Ganz ehrlich, also... Der Torwart, der hat wahrscheinlich heute sein letztes Spiel gespielt. Aber ich denke mal nicht. Der wird nicht sein letztes Spiel gespielt haben. Und wir fliegen 2-0 hinten. So euphorisiert, wie ich da an diese Situation heute rangegangen bin, so deprimiert bin ich jetzt. Es ist einfach nur Kacke. Ja, aber so ist es eben manchmal, ne? Da hast du die große Möglichkeit, weißt du, da hast du die riesengroße Chance, irgendwas zu reißen und reißt dann einfach nur deine Serie nieder. Ja, Ballverlust. Aber so ist das einfach, ne? So ist das, so ist Fußball halt manchmal. So, wir sind jetzt schon am Limit. Das ist echt unfassbar. Wir sind in der 23. Minute und wir sind jetzt schon am Limit. Ah. Naja, was soll's. Ne? Gegen die schlechten Teams schlecht spielen ist einfach leider oft so, wenn du im Mittelfeld stehst und eigentlich versuchst, die Sachen nur zu verteidigen, weil da vorne irgendwie das keiner hinkriegt. Siehst du wohl. Ja. Mann. Also das ist hier wieder ein Spiel, wie wir es die letzten Male gekriegt haben. Ja, 32 Einsätze, 10 Tore. Wir neigen uns eben halt dem Ende der Saison. Ja, hier nochmal das Tor zum 2-0. Aber man kann ja eben nicht immer gewinnen. So, Möglichkeit geklärt. Ja. Schwacher Zweikampf. Naja gut, also wenn der Ball da ein bisschen anders gesprungen wäre, ich wollte schon sagen, kriegt er den Ball jetzt hier wieder nicht. Wenn er anders gesprungen wäre, dann wäre das wahrscheinlich auch ein bisschen anders gelaufen. Guck mal, langer Ball. Na? Aber hey, nächste Saison, wie gesagt, spielen wir für den FC Schalke 04. Ein vom Blooper Guy. Auch wenn er da mal nicht zu steht, aber passt schon. Und dann werden wir die Thumbnails von ihm bekommen. Ich hoffe dir, dass er sie auch gut macht. Also der Mario Party hat die eigentlich immer gut gemacht, ja, aber bloß halt eben zu wenig Zeit. Ja, für diese Saison sind sie auch noch nicht fertig. Wenn ihr jetzt schon eins seht, dann hat er sie doch fertig hingekriegt, aber
Ne? Wie ihr wisst, wisst ihr, es ist immer so eine Zeitsache, weißt du? Er studiert ja mittlerweile und klar, Studenten haben immer viel Zeit, Labersülze, aber ganz ehrlich, nee. Komm, das müssen wir hier nicht antun! Warum schießt der denn bitte so hoch? Ich wechsle mich gleich aus, wenn das nochmal passiert. Ey, das war eine gute Chance. Der Blitz steht richtig gut da und was dann? Pff, donnert er in den Himmel. Wahrscheinlich kann ich den Ball gleich hier in Hamburg auffangen. Aber ist eine andere Geschichte. Ja, ist ja jetzt nichts. Okay, doch, ist es eigentlich, ne? Ist mir, glaube ich, so weit weg von Hamburg wie von. Warte mal, von. Aber das ist von Köln? Kann sein. Ich glaube schon. Google Earth Experten können jetzt wieder in die Kommentare posten. Nein, ist es nicht, oder? Ja, ist es. So. Heute leider ein Spiel, was wieder leider nicht gut läuft. Das, aber wie gesagt, sowas passiert in der Liga. Sowas passiert uns immer nur, wenn uns am Anfang angezeigt wird, wir sind die beste Abwehr, weil dann ist der Gegner angestachelt und sagt, jo, das verhindern wir jetzt. Ihr seid nicht mehr die beste Abwehr. Ja, genau. So wird das ungefähr dann immer ablaufen und ja, 0-2. Nicht gut. Andersrum, der hat da zweimal getroffen, ne? Er hat zweimal getroffen. Müssten wir ihn eigentlich theoretisch, also wenn man eine weitere Saison spielen würde, hätte können, sollte, müsste, dürfte, hätten wir ihn verpflichten können wahrscheinlich. Vielleicht, wer weiß. So, am Ziel vorbei. Ja, Süder ist heute wieder mal ein Flop. Der Flop, wie immer. Das ist das riesengroße Problem bei den Stürmern, dass sie einfach nicht treffen. Dass die immer hier floppen bis zum Gehen, ja? So. So, jetzt vielleicht wir mal. So geht das. Dankeschön. Anschlusstreffer. Anschlusstreffer. So geht das. Wir sind nicht oft am Tor. Wir machen auch oft, nicht oft unsere Tore. Aber hey, heute haben wir es mal gemacht. Siehst du wohl. Und der ist diesmal schön flach gegangen. So sollte der andere auch reingehen. Hansen trifft. Anschlusstreffer. Spiel ist zwar noch nicht extrem verloren, aber wir sind schon in der richtigen Richtung, das hier zu revidieren gerade. Also, der Treffer ist uns gelungen, sehr schön, damit haben wir auch dieses Ziel erreicht, ein Tor zu erzielen. Das hat ja das Management, oder besser gesagt der Trainer von uns gefordert, dass wir ein Tor erzielen, mal langsam. Das haben wir getan. Mich würde es auch kaum wundern, wenn wir vielleicht eventuell, wenn wir in den Sturm versetzt werden, andersrum. Stürmer. Waren wir schon mit Jellyfish, ne? Waren wir schon mit Jellyfish? Das war abseits, aber sowas von. Aber sowas von abseits war das. So, Wechsel bei Lindby. So, und jetzt guck mal. Die jagen alle diesen einen einzigen Spieler und es gibt einen Wurf für uns. So. Und es wird Andersen ausgewechselt. Mal schauen, ob das die richtige Option ist. Ja, mit dem Hacke-Trick ist manchmal gut, aber auch eben manchmal nicht. Aber interessant, dass wir zur 28. Minute ungefähr genauso viel Energie haben wie jetzt. Nur mal so. So. Ja, den kriegen wir nicht, den kriegen wir nicht. Boah, hat er endlich mal gehalten, der Keeper. Endlich mal hingekriegt. Vielleicht wirklich durch die Möglichkeit hier. Ja, ist verletzt. Komm, schieß drauf. Wir liegen hinten. Die können hier jetzt ein bisschen schauspielern und Zeitspiel und was weiß ich, aber nee. So, der Pass. Dafür haben wir eine Note, der Plus gekriegt, weil wir den verunsichert haben. So. Weiterleiten. Das ist nämlich der verletzte Spieler.
Der ist eh heute, der wird eh wahrscheinlich jetzt nicht mehr wirklich die Leistung bringen, die er vorher erbracht hat. Ah, schade. Ein bisschen gehofft darauf, dass er den da schlecht verteidigt. Gut. So, unsere Energieleiste ist so gut wie down. Das wird sehr schwierig, jetzt noch daraus irgendwas zu schlagen. Ja, nein! Das war nicht so gut. Der Ball sollte höher gehen, weißt du? Wenn er höher gegangen wäre, wäre der ja wahrscheinlich richtig gefährlich geworden. Aber so ist es eben nicht der Fall. Ja, zwei frühe Gegentore. Das ist natürlich das Bittere, weißt du? Du hast jetzt eigentlich eine gute zweite Halbzeit gespielt. Ja, voller Angriff, klar. Risiko. Wir müssen Risiko spielen. So, wir haben ihn. Oder auch nicht, ja, wegen der Energie. Ja, wegen der Energie. Das ist der Punkt. Wir haben keine Energie mehr. Wir sind in diesem Spiel so viel gelaufen. Wir haben sie nicht mehr. So, Ball geholt. Und nach vorne. Ja, aber doch nicht an mich. So, Möglichkeit hier. Einwurf für Lin B. So, es könnte sein, dass wir ausgewechselt werden. Nein, werden wir nicht. Okay. Weil wir eben völlig fertig sind. So, Stürmer rein für Mittelfeldmann. Klar, das ist, alles andere wäre idiotisch. Und Larsen für Larsen. So. Mit dem Zweikampf rausgekehrt. Das ist ja auch alles okay. So. Wir haben noch die Chance. Wenn wir den Gegner jetzt hier anfangen zu verunsichern. Schön gemacht, schön geblockt. Und jetzt Konter. Ich sagte Konter und nicht den Ball vertändeln, Leute. So, Foul an uns. Und wir bleiben bis zum Ende des Spiels. Dritter Wechsel bei uns. Wir bleiben bis Ende des Spiels. Wir spielen die Partie heute wieder durch. Bislang haben wir auch, glaube ich, nur zwei oder drei Partien nicht durchspielen können. So, genau, nach außen. Da steht da jemand. So, Möglichkeit hier jetzt. Für eine richtig geile Flanke. Und der Torwart kriegt den. Schade. Und jetzt natürlich, klar, Kontermöglichkeit. Wir sind Man of the Match. Mit einer 8-0, ganz ehrlich. Also, naja, Man of the Match nicht ganz. Aber wir sind, der ist Man of the Match. Aber wir sind wenigstens der beste Mann im Spiel, bei unserem Team. So, Man of the Match verlässt den Platz. Die Nummer 8 von Lindby. Einfach an Anfang zwei Tore geschossen, weißt du? Da kannst du nicht viel machen und dann ist alles doof. Wir haben es versucht und wir versuchen es weiterhin. Wir haben noch die Chance, hier irgendwie diesen Ausgleich zu erzielen. So, Möglichkeit hier jetzt. Guter Pass. Ja, da können wir nichts machen. Da können wir versuchen, die Flanke zu ziehen, aber das bringt auch manchmal nichts. So, bei der Kopfball, ja, und jetzt die Chance, und das ist nicht das Tor! Und wir haben es noch geübt, 20 Millionen Mal, und dann geht der Ball knapp am Tor vorbei. So, Konterchance, letzte Möglichkeit. Wenn wir jetzt einen guten Einwurf machen, vielleicht kriegen wir es dann hin. So. Ja, wir sind einfach zu langsam. Wir waren, sind lahm. Das hat nicht gereicht. Wir hatten an einem Abschluss ein interessantes Match. Wir hatten eigentlich das Spiel verloren, haben dann noch versucht, irgendwie was draus zu kämpfen. Haben große Chancen gehabt, aber es hat einfach nicht gereicht. Es hat einfach nicht gereicht. Ja, ist enttäuschend. Wir haben schon Chancen gehabt, wir hätten sie machen können. Wir hätten das Ding selbst alleine rumdrehen können.
Dann gab es einmal diese Chance, die wir einen Meter hoch im Himmel geschossen haben. Wenn der nicht da so hoch gegangen wäre, wäre da vielleicht der Anschlusstreffer gewesen. So. Und dann hätten wir den Ausgleich in der 50. geschossen und gleich eben kurz vor Ende des Spiels hätten wir sogar das Spiel noch drehen können. Also, ja, es ist sehr bitter, aber es ist einfach traurig, wie es ist. Wir haben leider verloren. Wir sind der beste Spieler auf dem Feld gewesen. Jupp, zumindest auf unserer Seite. Man of the Match, natürlich der Mann, der mit dem Doppelpack. Ja, und das ist eben dann das Bittere, weißt du? Da hast du so ein Spiel. Du hättest es gewinnen können, aber hast es nicht gewonnen. Das ist dann eben sehr, sehr bitter. So, Energie zu niedrig für Training. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals da unten gesehen habt, aber ja, Energie zu niedrig für Training. Sehr schön. Okay, so, was machen wir denn hier heute? Wir machen heute wieder die ganzen Kram, die wir so machen. Ball halten. Ja, machen wir mal Dribbling normal. Dann Abwehr machen wir mal. Was machen wir heute? Heute machen wir mal die Sachen, die eher schwach sind, ne? Ja, was ist denn eher schwach? Grätsche ist grundsätzlich immer schwach. Aber Grätsche mache ich auch nicht so gerne. Also ich mag ja grundsätzlich eher das Abfangspiel. Eher sowas. Eher abfangen. So, Passspiel. Ja, kurzer Pass wäre, glaube ich, nicht das Schlechteste, wenn wir das mal machen würden. Ja, Pass beherrschen habe ich ja schon letztes Mal. Keine Ahnung. Ich habe das privat öfter versucht, aber irgendwie. Füll das nicht. Habe ich gedacht, okay, lassen wir es sein. So, Schussgenauigkeit. Ah, das ist eben auch eben das, was wir eben hier mal kurz wieder nicht hatten. Also. Okay, Freistöße zirkeln, können wir auch nie machen. Machen wieder das und dann machen wir wieder spielen. Erstmal alle spielen und dann beim Freistoß wieder sagen, ach komm, scheiß drauf. Weil die Freistöße schlagen wir sowieso nicht, die macht Jürgensen und das ist eh nicht so wichtig. Klar, Freistöße schlagen grundsätzlich ist wichtig, yep. Aber interessanterweise habe ich ja auch schon oft in diesem Let's Play gesagt, dass, ja. Habe ich auch schon oft in diesem Let's Play gesagt, dass das irgendwie mal so der Freistoß geschlagen wird, mal so der Freistoß geschlagen wird, mal gar nicht der Freistoß geschlagen wird. Es ist kurios. Ja. Das wird knapp. Machbar ist es noch. Na, ja. Das war schwach. Nochmal. Wir haben ja noch ein paar Chancen. Es ist ja nicht so, dass wir hier keine Chance mehr haben. Für diejenigen, die jetzt frisch in diesem Kanal drauf sind, jetzt kommt eigentlich nur noch dieses Training und danach Verabschiedung. Also nichts Wichtiges. So. Das war schon mal besser. Kürzen wir ab. Die 1000 Punkte waren wir lieber als die 5000, die 500, die da irgendwie noch rumzugurken sind. Nächste Einheit. B-Rang. Passt schon. So, Zweikampf. Zweikampf ist enorm wichtig. Das Interessante ist ja auch das, was ihr jetzt sehen könnt. Wir sind ja versuchen ja eben mehr ein Allrounder zu sein. Weil ich eben weiß, dass die CPUs manchmal einfach, ja. Ja. Brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren, oder? Ja, trotzdem Aaron. Aber wir brauchen das eben nicht hier diskutieren, weil das war doch eigentlich doof, oder? Wir haben den Ball, wir schlagen ihn weg, was ist? Du kriegst keinen Punkt, du bist doof. Du hast den Zweikampf nicht gewonnen. Weißt du? Gott, ey. Alter, so, wir können auch die Freistöße mal machen. Ich würde mal schon fast sagen, dass wir die Freistöße jetzt auch mal machen. Weil vielleicht ist das sogar sinnvoller, wenn wir das machen. Jetzt der CPU das macht, so. Auch eine interessante Challenge, die momentan bei einigen YouTubern gemacht wird, die One-Player-Challenge. Ne, die, One-Player-Challenge hieß es nicht, die All-Rank-One oder so, wo alle Spieler auf 1 gestellt werden und dann eine Karriere spielen.
Kannst natürlich selbst aussuchen, welche, wo, was, wie, auf welcher Stärke, bla bla, Hitze, aber ärgert. Könnte man überlegen, ob man das auch vielleicht macht. Und ein paar Jahre, aber ich glaube eher nicht. Vielleicht privat, könnt ihr ja privat mal machen, so von wegen alle Spieler auf 1 und dann. Ay, caramba, dann sind die Jugendspieler viel besser als die Spieler. Aber andersrum, ihr könnt ja alle Spieler irgendwie auf 16 stellen, dann habt ihr auch diese Jugendspieler. Ja, das war der Pfosten. So hätte das aussehen müssen gegen Lindby, dann hätten wir einen Punkt geholt. Aber das hat es leider nicht und das ist eben manchmal dann auch, oh Gott, dann das Problem. Ja, wenn der reingegangen wäre in der letzten Minute, ne, dann hätten wir das echt gewonnen. Oder, naja, wir hätten einen Punkt geholt. Wir hätten einen Punkt geholt. Ein Punkt, der wichtig ist. So haben wir jetzt keine Punkte geholt, 0 Punkte. Und ja, sind der Europa League wieder weg, aber andersrum, hey, Spannung steigt. Spannung steigt. Ich glaube, wir müssen sogar noch direkt gegen die Konkurrenten ran. Ja, letzte Möglichkeit. Gut, wenigstens jetzt A-Rang, super. Und weiter geht's. Jetzt gibt's die Freistöße. Präzisität der Freistöße. Dann schauen wir mal. Also, in der Regel ist das ja eigentlich so, dass man da so ungefähr um die, ja, zwei Balken haben sollte. So. Und dann in der Regel ist das so, dass der Ball sich richtig senkt. In der Regel. Siehst du? In der Regel. Aber ja, manchmal ist es einfach auch so, dass der Spieler irgendwie scheiße steht anscheinend. Ja. Und dann sowas dabei rauskommt. Ich weiß echt nicht, was ich da falsch mache. Weil in der Regel habe ich das früher ja auch so gemacht. So, das war unten, ne? Nein, das war nicht unten. Das war unten. Nein, das war auch nicht unten. Das war unten. Ich weiß es nicht. So. Guck mal. Einen getroffen. So, auf einmal klappt es wieder. Ich habe echt keinen blassen Schimmer. Warum? Wenn einer von euch irgendeine Erklärung hat, irgendeine, egal welche, wenn ihr auch sagt so von wegen vielleicht, weil du anders atmest, weißt du, dann verstehe ich das schon. Dann würde ich dann echt sagen, okay, ich unterschreibe das auch. Das sehe ich auch so, weil ich anders atme, schießt er anders. Aber ich verstehe es echt nicht, wirklich nicht. Absolut nicht. Wenn ich das verstehen würde, dann würde ich da jedes Mal dasselbe machen. Aber. Keine Ahnung. Weißt du, da geht der eine Schuss meterweit drüber. Meterweit. Und der andere hier, weißt du, der geht da perfekt, exakt rein. Weißt du, das ist doch alles Schmarrn. Das ist echt, das kannst du niemandem erzählen. Das darfst du niemandem erzählen, weil der dich auslacht. Ach Gott, ey. So. So, dann spielen wir genau als nächstes gegen. Ein Gegner, der glaube ich auch selbst oben in der Tabelle ist. So. 0 verbleibende Tage, passt schon. Wir lassen das erstmal jetzt überspringen. Wir haben plus 13. Wir spielen gegen unseren Gegner und das nächste Woche. Die sind Tabellen Siebter. Wir sind Fünfter. Wir könnten ja theoretisch, also das ist ja das Lustige gerade, die anderen haben alle gefloppt. Die haben allesamt irgendwie gefloppt. Das heißt, wir könnten echt sogar noch doch in die Europa League kommen. Wenn wir gegen das nächste Team jetzt gewinnen sollten. Wir schauen auch gerne an die Spiele, die jetzt noch dran sind. Also wir haben jetzt noch insgesamt 6 Partien. Davon, ja, weiß ich nicht, ob wir davon, wie viel haben wir davon an den Gegnern jetzt? Also wir haben Brøndby haben wir noch, Aarhus und Midtjylland. Die sind allesamt da, unsere Gegner da. Und das ist auch im Endeffekt unser Endprogramm. Also die letzten beiden Spiele, wenn wir die gewinnen, dann sind wir in der Europa League. Da lege ich mich fest. Wenn wir die beiden gewinnen, sind wir in der Europa League. Ausgenommen natürlich, ja gut, ausgenommen, du hast jetzt so eine miese Phase, dass da irgendwie gar nichts mehr funktioniert. Dann nicht. Aber ich glaube, warte mal, wir haben jetzt noch 6 Spiele, das sind noch 18 Punkte. Ja, dann würde ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch an den FC Kopenhagen, die sind dänischer Meister geworden. Und. Ja, in der Champions League, wir wollen, können wir ja mal gucken, ne? In der Champions League spielt Bayern München gegen Atletico Madrid im Finale. Und in der Europa League spielt Krasnodar gegen
die Freunde aus Villarreal. Ja. So, die Tabellen einfach mal hier kurz hier durchgeswitcht. Mainz zum Beispiel Vierter geworden. Wir können ja mal gucken, wo unsere dänischen Talvereine sind, die dabei sind. Celta Vigo, wie erwähnt, da hatte Ryan Jellyfish seine Karriere. Ja, unser Gegner ist in der Europa League Letzter geworden, also nicht so gut gelaufen. Und Midtjylland ist Vierter geworden, auch Letzter in der Europa League. Schade. Und Brøndby ist auch rausgeflogen. Das ist natürlich doof, wenn sie allesamt rausfliegen, weil irgendwas war. Ja. So, Krasnodar ist Zweiter geworden in Gruppe J. Okay, die sind ins Finale gekommen, wie gesagt. Die sind im Finale gelandet. Und Villarreal ist auch Zweiter geworden. Das heißt also im Endeffekt, beide sind nur Zweiter geworden und haben es bis ins Finale geschafft. Ja, manchmal ist es einfach so. Ja, manchmal kannst du einfach richtig gut spielen und manchmal eben nicht. So, wir wollten jetzt noch in die Champions League und dann ist der Teil für heute beendet. In der Champions League ich weiß gar nicht, ob der FC Kopenhagen sich dafür qualifiziert hat. Ich glaube fast nicht, aber wir können es ja mal trotzdem mal gucken. Die Münchner und Atletico Madrid ja in einer Gruppe, das wissen vielleicht einige nur. Wie wir sehen können, sehen wir, dass die Bayern beide Spiele gegen Atletico verloren haben. Oder? Na, nicht zwingend, nicht zwingend. Atletico kann auch das eine Spiel gegen Bayern verloren haben und das andere gewonnen haben. Ja, aber von daher sehen wir, dass das schon mal interessant ist. Und der FC Kopenhagen ist da, in Gruppe H. Und die sind Dritter geworden. Heißt also, sie sind dann in der Europa League gelandet und haben es dann in der Europa League nicht geschafft. Können wir ja mal gucken. Wir können ja aber sowieso mal gucken, wie das jetzt mit der Europa League gewesen ist. Wo denn, wie denn, was denn, der FC Kopenhagen hat gegen die Hertha gespielt und da haben sie verloren. Okay. Sie sind gegen die Hertha rausgeflogen, ja, mit 2 zu 0. Ja, gut, das ist dann doof gelaufen. Das ist dann doof gelaufen. Das Achtelfinale haben wir ja gesehen, wie die Partien waren und dann gehen wir auch mal direkt in die Champions League, wo jetzt die Münchner da gegen Atletico Madrid das letzte Spiel gewonnen haben. Okay. Die haben im Hinspiel verloren in München und in Madrid haben sie gewonnen. Boah, wenn man jetzt tippen sollte, also wenn das so Tipp wäre, würde ich fast schon sagen, dass Atletico das Champions League Finale gewinnt und eventuell Krasnodar die Europa League. Und von daher verabschiede ich mich meinerseits. Wir sehen uns nächste Woche wieder gegen.